Ja, die Delfine eigentlich auch, die hier gerade so aus Land zu schwimmen einfach. Jetzt wird's schwierig. Ab jetzt wird's schwierig. Also die Level. Bam. Wir werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Aliens. Die wollen sicher unsere Jobs. Leute, hört zu. Ja, ein Level wir machen. Haben jetzt Superkräfte. Bevor und ich eins habe ich aus all den wirklich mal schlafen gehe. Filmen gelernt. Nämlich, dass man mit Superkräften auch super Verantwortung bekommt. Also, tret mir den Aliens für unsere Stadt ordentlich in den Hintern. Wenn sie sowas wie Hintern haben. Au! Unsere Kräfte reichen einfach nicht aus! Wir müssen die Raumschiffe aufhalten und es gibt nur eine Person in Springfield, die schlau genug ist, uns zu sagen, wie. Ich habe den blauen Saft unter dem Waschbecken getrunken. Oh. Versuchen wir, Professor Frank zu finden. Ups, Entschuldigung. Wenn das zu lang war, dann tut es mir leid. Ich war gerade auf Toilette. Ja. Ja, ich habe nicht so viel gesammelt. Das tut mir leid. Ja, ist gut. Ja, es ist... Ich muss erst mal... So. Was ich auch immer niedlich finde, weil ihr kennt ja von Simpsons, wenn ihr Simpsons kennt, kennt ihr auch Knecht Ruprecht, den Hund von den Simpsons. Ich finde das immer lustig. Moment, mal was trinken gerade. Ich finde auch immer lustig, wenn ich jetzt als Bart kann auch mit anderen hier hingehen, wie Knecht Ruprecht auch so böse guckt einfach. Wie der böse guckt einfach. Der guckt ihn richtig böse an. Ich will gar nicht wissen, was Bart mit dem zu schaffen hat. Dass er ihm da richtig böse anguckt. Ich will es gar nicht wissen. Und ich kann ja auch mit Lisa, kann ich da ja auch mal zum Beispiel mal hingehen. Das ist einfach genauso. Oder? Naja. Mit Lisa ist es genauso. Also, gerade Lisa ist ja eigentlich, ich weiß nicht, warum man das bei Lisa macht. Ich habe keine Ahnung. Bei Bart könnte ich mir das so vorstellen, aber bei Lisa, eigentlich nicht. Gut, wir sollen ja zu Professor Frink. Hey, der Donutmann, der rennt da gerade rum. Dass er uns nicht sieht, das ist ja unfassbar. Naja. Gut, machen wir erstmal... Wieso ist hier ein Tor? Mal ganz ehrlich. Ich meine, gut, Spiele sind teilweise unlogisch. Aber guck mal. Hier ist ein Gartenzaun, hier sollen wir hin. Und hier steht ein dicker, fetter LKW vor. Wo wollen die da hin? Na gut, drunter durch. Aber da müssen die ja durchkriechen einfach. Das ist ja doll. Naja.
Machen wir es einfach mal. Professor Frink, sind Sie da? Wir müssen mit Ihnen sprechen. Ja, wir verkaufen Schokoriegel. Nein, wir sollten ihm die Wahrheit sagen. Das mache ich. Aliens hin oder her, ich muss die Dinger loswerden. Wie auch immer, er scheint nicht zu Hause zu sein. Okay, ich mach den Bruch, du gehst rein. Ja! Das sieht hier ja schlimmer als beim Mo aus. Und der Typ ist schon ganz unten. Ich mach einen Bruch, du gehst rein. Was? Sieh dir das an! Ich glaube, ich weiß, wohin Professor Frink verschwunden ist. Do not use. Bitte nicht benutzen. Also do not use heißt bitte nicht benutzen. Nein, Blödmann, das Schild. Lesen ist was für Nerds. Danke, dass ich Nerd bin. Danke, Bart. Das geht ja immer noch so ein bisschen. Wenn nicht, muss ich pausieren, wenn das zu lange dauert. Versuchen wir zu beeilen. Ja, das Level, das war auch behindert. Aber Kisten, Münzen, Herzen, alte Videospielfiguren. Wo sind die? Behindert, aber auch cool. Mario verschnitt. Eine Fabrik. Aber was machen gerade wegen den ganzen Anspielungen finde ich das Level echt geil. Videospiele, mein liebes Kind. Weißt du, als ich durch mein Dimensionsportal getreten bin, habe ich eine Welt jenseits unserer Welt entdeckt. Willkommen in der Spielmaschine. Ja, toll. Hören Sie, Aliens haben unsere Stadt angegriffen und... Verstehst du nicht, mein Sohn? Dein ganzes Leben bis zu diesem Moment war nur ein Videospiel. Ja, schon klar. Hören Sie, unsere Videospielkräfte sind nicht stark genug. Wir brauchen Upgrades und zwar schnell. Tja, ich habe dieses Problem vorausgesehen und das getan, was jeder Videospieler macht, der sich nicht die Zeit nehmen will, etwas selbst hinzukriegen, wisst ihr? Sie haben geschummelt. Exakt, du sagst es. Aufgemerkt, das Lösungsbuch. Das will ich nicht haben. Bart. Ich will zwar allen, die wir lieben, das Leben retten, aber wenn wir dafür schummeln müssen, dann... Ich fass es nicht. Na schön, Frank, geben Sie mir das Buch. Ah, Hilfe! Ein überdimensional großer Affe, der entschieden zu aufdringlich ist. Das soll ja auch nur Donkey Kong darstellen, ne? Total eine Anspielung auf Donkey Kong einfach. Ja, die Lebensenergie und die Kraft der Familie wurden erhöht. Hier ist eine Seite. Bartmans Enterhaken freigeschaltet. So. Entschuldigung, ich muss mal kurz pausieren. So. Ja. Ich habe immer so ein bisschen Husten, wenn ich jetzt so... Wenn ich jetzt rauchen tue, dann...
Habe ich manchmal Husten. Das ist Klo. Das sieht aus wie ein Klo. Ein grünes Klo. Das soll auch gar nicht an Mario erinnern, ne? Gerade die Geräusche. Überhaupt nicht. So, Lisa, komm her hier. Ja, wir gehen wieder zu Hause. Lass mal in die Toilette steigen, in die grüne. Die Älteren... Mal an die Älteren an euch. Erinnert ihr euch noch an die... An damals? Wo die Toiletten... Alter! Bart! Was machst du denn da? Entschuldigung. Erinnert ihr euch noch, wo die Toiletten damals noch grün waren? Und die Spülkästen noch mit Rohren an der Wand befestigt waren, so ganz oben, wo man noch so ein Seil ziehen musste. Oh, ganz alt. Ganz alt. Und so sehen die noch aus, so ein bisschen so. Sieht aus wie eine Toilette, das ist die Klobrille einfach. Das sieht ja wirklich aus wie ein Klo. Ganz ehrlich. Alter. So. Alter. Kletter das Klo hoch. So. Ja, das Donkey Kong. Der Donkey Kong Verschnitt. Module zusammengebaut werden? Das war eine Parodie an Nintendo, oder? So kann ich mir das jedenfalls vorstellen, oder? Nee. Zack. Da sind wir. So. Erstmal einen Hebel umgelegt, dass da nichts mehr. Dass da nichts mehr frei ist. So. Jetzt gehen wir hier runter. Oh, dann. Wow! Was wollt ihr denn? Was geht? Die machen wir kaputt. Damit da keiner mal durchkommt. Den hauen wir aus dem Maul. Bam. Na komm, steh auf jetzt hier. Bam. Aus dem Maul. Aufstehen, los hier. Bam. Lass meine Schwester in Ruhe. Lass meine Schwester in Ruhe, du Arsch. Touchdown. Guck mal her. Oh, scheiße. Ja, wenn die einen angerannt kommen, Alter. Die erinnern auch so ein bisschen an Mario World. Diese Rugby-Spieler einfach. Und wie ich da überlebt habe, will ich mal wissen. War gut. Oh, die Trampoline aus Super Mario Bros. Hammer die Anspielung, ey. Voll die Anspielung auf Mario Bros. Die Trampoline. Hui. Dü. So. Kamera. Ist auch aus, das ist gut. So, erstmal runter. Dann kommt da wieder ein Fahrstuhl.
oder alle rauskommen und der... Alter, chill! Chill doch mal! Es gibt genug Leute, die ihr ärgern könnt. Zum Beispiel meine Schwester. Hahaha. So, jetzt krieg ich aus dem Maul. Jetzt krieg ich aus dem Maul! Jetzt krieg ich aus dem Maul! Bam! Komm her! Das ist aus dem Maul! Bam! Komm her! Ja, nicht Schutzhaltung hier aus dem Maul! Bam! Aus dem Maul! Oh. Blöder... Nee, aus dem Maul! Ich meine, 2-1 ist ungerecht, aber... Oh, aus dem Maul! So. Die Lisa hätte sich auch zurückhalten können, ne? Den hätte ich auch alleine für dich gekriegt. Ach, da oben ist noch Muni. Obwohl, Münzen bringen hier nicht so viel mit Münzen rumballern, oder? Wow. Ich habe hier, ich kann hier jetzt mit... Alter! Weil ich kann hier jetzt mit Münzen rumballern einfach. Kann hier mit Münzen rumballern einfach. So. Jetzt muss ich da hin. Hui. So. Jetzt muss ich den Schalter umlegen, damit die Lisa, dass sie hier hochkommt. Ja, das muss ich machen. Zelda. Ui. So. Es werde grün, ja. Wie zur Hölle soll man da... Das will ich mal... Das geht mal um den Grund hier. Nee. Oh. Sorry wegen den Lags. Das tut mir leid. Boah, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Entschuldigung. Wenn nicht, muss ich das nochmal ja nochmal neu aufnehmen, nochmal neu machen kurz. Nein! Scheiße. Ich meine, ja. Sah zwar bescheuert aus, aber... So. So. Da haben wir es ja. Jetzt können wir die Zahnräder nehmen. Ja, ich wollte nehmen sagen. Das Video wollte nur nicht. Das Nehmen kommt dann im nächsten Part. Ja, wir sind in der Spielmaschine stehen geblieben.
bei den Zahnrädern, da geht so nichts mehr weiter. Ja, wie gesagt, da ist Facebook, da ist Skype. Und wenn ihr wollt, da oben ist Instagram. Ne? Niedlicher Humor. Hm. So. Ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren, wie der Humor ja schon schreit. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und seid mal gespannt auf die nächsten Part. Ciao.